fuck, fuck, fuck. Ich finde das richtig geil. Shit! Ich schwitze jetzt auch sogar an der Brust. Dieses Video ist so vollgestopft mit geilen Dingen. Wer hier auf die Idee kommt zu spulen, der stirbt. Wow, was für ein Schwachsinn. Was habe ich dir gerade gesagt, ha? Bexi, Bexi. Nam, 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 nam. Hey, ihr nach Einhorn riechenden Pupsbacken. Oder nach Einhornpups riechenden Backen? Ich habe mir mal wieder über euer Lieblingsthema Gedanken gemacht, das vor allem das Horizontalgewerbe schwer zu schaffen macht. Und zwar, alles muss billig sein. Aber mit dem Unterschied, dass ihr bei mir keine Krankheiten, sondern Geilheitsgelüste bekommt. Heute zeige ich euch, wie ihr für 250 Euro genauso geil zocken könnt, als hättet ihr eine fußwärmende Gaming-Kiste für mehrere tausend Euro unterm Tisch stehen. Na, ich habe dafür andere tausende Euro teure Dinge unterm Tisch, die mir meine Füße wärmen. Was du für eine Scheiße, das geht doch gar nicht. Oh, doch, 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 doch. Wartet nur ab. Also, was wir dafür brauchen ist, Fertig, ciao. Na, ihr wollt ja immer sehr ausgiebig und ausführlich. Das hier ist, das hier ist, das hier ist das frisch von der IFA geklaute Surfbook von Trackstore. Genau die, die das Volkstablet gemacht haben und das komischerweise in Chemnitz ständig ausverkauft ist. Und ja, ich weiß, was ihr denkt. Wie zum Fick kann so ein Teil 250 Euro kosten? Nun, schauen wir doch einfach mal rein. Also, wir haben, also gucken wir rein. Fuck. Fuck. Aber gut, fairerweise muss man sagen, es gibt das Surfbook tatsächlich in zwei Ausführungen. Einmal für 250 Euro und einmal für 350 Euro. Aber in beiden ist absolut das Gleiche drin. Das heißt, jeweils 13 Zoll Full HD Display, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB SSD, WLAN AC, Bluetooth 4.2, Kartenleser, haufenweise Anschlüsse, M2 Modulslot, bis auf der Prozessor. Für 250 Euro gibt es einen Intel Celeron Dual Core mit bis zu 2,6 GHz und für 350 Euro gibt es einen Pentium N 5000 Silber mit Quad Core, 2,7 GHz. Ich hasse diese dämlichen Bronze-Silber-Gold-Bezeichnungen. Ist das hier ein Wettbewerb oder was? Wobei ja technisch schon. Gott, wieso schwitze ich schon wieder? Und taugt der Scheiß was? Herrgott, ja, sonst würde ich euch das auch gar nicht zeigen. Auch wenn sich das Ding anfühlt, als wäre da nichts drin. Hat Trackstore nicht an den wichtigsten Dingen gespart. Und zwar Display und Tastatur. Der Screen ist schön scharf, farbecht und hell. No joke. Und mit der Tastatur lässt sich prima tippen, weil der Druckpunkt genau richtig ist. Und das sage ich als verwöhnter Mac-Tastaturen-Snob. Es ist also ein schönes, rundes Teil zum Surfen und Tippen und Pornos gucken. Kein Wunder, dass da auch gleich eine Jahreslizenz Office 365 mit drauf ist. Ah. Und da Cloud-Dienste gleich auch noch Thema sind, Office hat mit OneDrive und Cloud Office auch Cloud. Ihr könnt mit jedem Gerät drauf zugreifen und arbeiten, sogar auch mit eurem Handy. Also lohnt sich die Jahreslizenz schon ordentlich. Ja, aber Alex, mit so einem Ding kann man doch trotzdem nicht High-End zocken. Okay, ihr ungeduldigen Nervensägen, kommen wir zur Geheimzutat unseres Zockerrezeptes. Und zwar ist es etwas, das ganz neu ist. Und zwar Shadow. Ja, und zwar ist das ein Shadow ist ein wie nennt man das eigentlich? Okay, Shadow ist euer zukünftiger, vollwertiger Gaming-Computer, der in der Cloud chillt und von überall aus mit jedem fucking Gerät benutzt werden kann. Das heißt Windows, iOS, Android, Mac, außer exotische Geräte wie Kühlschränke mit Bildschirm. Oh, warte, lass doch mal was probieren. Und zwar, hier läuft jetzt gerade Shadow und ich will gleich Fortnite spielen. Und jetzt will ich das auf meinem Telefon tun. Ich habe hier das jetzt auf iOS drauf und drücke einfach mal auf Wechseln. So, weil ich es jetzt am Telefon spielen will. Und fertig. Jetzt kann ich es am Telefon spielen. Oh nein. Und ja, vollwertig heißt auch vollwertig. Ihr habt euer eigenes Windows, eure eigene Festplatte, als würdet ihr euer Notebook aufklappen und könnt dann installieren und machen und gucken, was ihr wollt. Und ja, auch Pornos. Aber das kostet doch Geld! Mein Gott, jetzt wartet doch erstmal ab! Wartet doch erstmal ab.
Ich meine, geht es um das Verstehen von einer Zukunft, die Gaming-Hersteller, aber auch Computerhersteller betrifft? Versteht ihr, worauf das hinausläuft? Auf diesem Notebook einfach nur Shadow installieren und fertig ist eure High-End-Gaming-Maschine. Gucken wir uns nochmal die inneren Werte an. Kann man mit Shadow auch wirklich zocken? Shadow selbst verspricht auf seiner Homepage ja den Himmel auf Erden. Quadro P5000, Xeon-Prozessoren, 12 GB Arbeitsspeicher, Gigabit-Internetanbindung. Damit wir auch aus der Ferne nachvollziehen können, was in diesem weit entfernten Schattencomputer so drinsteckt, hier mal ein Vergleich, und zwar das hier. Das ist ein 2500-Euro Notebook mit einer 1080 Max-Q. Erreicht im 3D-Mark-Benchmark 5513 Punkte. Dann haben wir... Warte. Oh, fuck. Oh nein, Tastatur. Oh Gott. Dann haben wir einen Computer für mehrere tausend Euro mit einer 1080 Ti. Und die Kiste schafft bei 3D-Mark 9670 Punkte. Und dann haben wir noch Shadow. Gleich, Moment. Oh. Es sollte nur eine Sache groß und schwer sein, und zwar der... Und dann haben wir Shadow. Das Shadow-System liefert uns 5637 3D-Mark-Punkte. Was sagt uns das? Ja, man kann mit Shadow verfickt nochmal zocken, und das selbst auf einem Surfbook. Und so weird das jetzt auch klingt, aber ihr könntet theoretisch mit dieser Basis auch richtig einen draufsetzen. Grundsätzlich ist es egal, welches Spiel, welche Plattform, denn es funktioniert wie ein Rechner zu Hause. Ihr greift auf euer Steam zu, auf euer Epic, auf Battle.net. Wie sonst auch, alles normal installieren, bis die Festplatte halt voll ist. Und wie ich schon auf Social Media oft angekündigt habe, ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Und wisst ihr warum? Weil man nicht gezwungen ist, immer mehr in noch kleinere Dinge reinzuquetschen und immer einen Kompromiss einzugehen, ob Akku jetzt gut hält oder nicht und bla und nein. Man hat jetzt sozusagen endlich nur noch eine Fernbedienung, mit der man dann auf einen Computer oder woanders zugreifen kann, der aber sein eigener ist und somit dann immer sicher gehen kann, dass er läuft, dass er richtig konfiguriert ist und immer die neueste Hardware hat. Und das Ganze für nur 360 Euro pro Jahr. Holy shit! Immer noch viel geiler als solche hohen Einmalinvestitionen von wie, was weiß ich, wie viele Tausende von Euro. Und das wahrscheinlich Geilste dabei ist, dieser Scheiß funktioniert auch mit 15 Mbit. 15! Das heißt, selbst hier bei uns, das ist ein Drittel 3G. Sollte also auch bei uns in Deutschland funktionieren. Heute ist es hier besonders heiß, weil gleich zwei Sachen mich heiß machen. Ich schwitze nicht mehr nur unter den Armen, ich schwitze jetzt auch sogar an der Brust. Moment, ich gehe mich kurz föhnen. Besser. So, und damit ihr jetzt auch in diesen günstigen Gaming-Genuss kommen könnt, und zwar Folgendes. Trackstore haut für euch satte 4 von den Surfbooks raus. Und zwar jeweils die 350 Euro Pentium-Edition. Und Shadow legt jeweils pro Surfbook ein 3 Monate kostenlos Zockenpaket mit oben drauf. Was wollt ihr mehr? Oh, fang schon wieder an zu schwitzen. Oh. Wenn ihr also jeweils Bock auf eines der Pakete habt, dann schreibt einen Kommentar entweder unter diesem YouTube-Video oder auf einer Social-Media-Plattform. Hauptsache der Hashtag Spiel mir am Buck bis zum Tod ist mit dabei. Ich weiß, ihr liebt solche Hashtags. Und für alle, die keinen Bock auf ein Notebook haben, die können direkt bei Shadow unter www.shadow.tech sich anmelden und mit dem Code AlexiDexi den Zugang satte 10 Euro günstiger bekommen. Just do it. Also, wenn ihr Fragen zu dem Ding habt oder zu Shadow, postet es in die Kommentare oder auf Social Media oder auf Instagram. Thanks! Sonst sehen wir uns wie immer zu einem neuen Video oder auf Twitch oder 24/7 auf den bekannten Plattformen wieder. Ich hab Hunger. Tschüss!